Jetzt fühlen Sie doch mal gerade Ihren Puls, wenn ich sage Weihnachtseinkauf, Geschenke besorgen, Besuch von der Verwandtschaft. Hm? Tut sich da was? Ja, diese Woche fühlen sich ja viele gestresst und wir wollen wissen, warum denn am meisten und was tun Sie am besten dagegen? Hier ist Punkt 12. Hallo und ganz herzlich willkommen bei uns. Ja, heute beginnt die stressigste Woche des Jahres. Noch 6 Tage bis Heiligabend, noch 6 Tage, um die letzten Geschenke zu besorgen, das Essen zu planen, einzukaufen und so weiter. Brauche ich Ihnen ja alles nicht zu erzählen. Und deshalb kommt jetzt unsere Frage an Sie. Was schlaucht Sie denn von all dem heute am meisten? Wir machen eine Umfrage. Da sind nochmal die Möglichkeiten. Entweder das Besorgen der Geschenke, das Weihnachtsessen oder der Verwandtschaftsbesuch. Machen Sie sehr gerne mit unter rtl.de/dabei. Oder Sie scannen einfach den QR-Code da unten. Und die Auflösung, die zeigen wir Ihnen im Lauf der Sendung. Jetzt tut sich noch nichts, aber Sie müssen ja auch mitmachen und dann sehen wir es gleich. Vorher zeigen wir Ihnen aber erstmal, was wir tun können, damit wir die eigentlich ja besinnliche Zeit auch ein bisschen genießen können. Uns bleiben nur noch 5 bis 8 Jahre, um uns auf einen Krieg vorzubereiten. Diese Worte von Verteidigungsminister Boris Pistorius haben am Wochenende viele Menschen besorgt. Gleichzeitig prüft der Minister auch die Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland. Wie sinnvoll wäre das? Und müssen wir uns um unsere Sicherheit wirklich Gedanken machen? Twitter-Nachfolger X verkündet. Er sagt aber, er habe nur milde Symptome. Trotzdem wünschen wir natürlich gute Besserung. Und mit großen Protesten gegen weitere Einsparmaßnahmen seiner Ampelregierung beginnen jetzt unsere Kurznachrichten. 3 Monate lang war sie auf der Flucht vor der Polizei. Wir haben ja damals hier bei Punkt 12 regelmäßig über die Suche nach Millionendiebin Mirnessa S. berichtet. So eine Schwerverbrecherin wie sie stellt man sich ja immer eiskalt und abgebrüht vor. Aber jetzt im Interview gesteht die Frau, die ganze Zeit war furchtbarer Stress für ihre Nerven. Ja, und sollten Sie aus Versehen dieses Jahr das Weihnachtsessen anbrennen lassen, da haben wir jetzt einen ganz heißen Tipp für Sie. Unsere Reporterin war nämlich in Berlin, also der Stadt der Currywurst, unterwegs und hat gesehen, auch beim Fastfood gibt's Highlights speziell zum Fest, wie zum Beispiel die Weihnachtscurrywurst. Sie hat sie probiert. Ja, vielleicht eine Idee. 1,74 Millionen Arbeitsplätze sind in Deutschland aktuell unbesetzt. Aber wo sind denn die ganzen Leute und warum wollen oder warum finden sie alle nicht ihren passenden Job? Experten sagen, beide Seiten, also Arbeitnehmer und Arbeitgeber, haben sehr hohe Ansprüche. Unsere Reporterin Wiebke Wittneben hat mit Betroffenen auf beiden Seiten gesprochen. Moment, auf den Oliver Pocher und auch viele seiner Fans sicher seit Wochen gewartet haben. Der Comedian trifft auf den angeblichen Neuen seiner Ex-Frau Amira, den Glücksguru Bianca Tilato. Der Showdown also mit dem Mann, den Pocher mitverantwortlich macht für seine schmerzhafte Trennung.